Gute Musik, gemeinsames Bummeln auf dem Händlermarkt und ausgelassenes Zusammensitzen. Bisher war das Mörs-Festival immer sehr gut besucht. Um 10 Uhr morgens ist am Eröffnungstag aber natürlich noch nicht allzu viel los. Viele der Händler stehen auf dem Markt zwar schon für mögliche Kundschaft bereit, aber im Festivalzelt laufen noch die letzten Aufbauarbeiten. Hier wird noch alles verkabelt. Der Sound wird ebenfalls kontrolliert, damit auch ja nicht schief geht, wenn heute Abend der erste Künstler die Bühne betritt. Die Musiker, die hier auftreten, repräsentieren die aktuelle Musiklandschaft. So überrascht das Festival jedes Jahr mit neuen Namen, zumindest meistens. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr Tia Fuller, eine Saxophonistin dabei, die bei Terry Lynn Carrington spielt. Die spielt am Sonntagabend und die war auch schon vor 2 Jahren mit ihrer eigenen Band da. Also sowas passiert eben auch. Aber prinzipiell bemühen wir uns natürlich, oder ist das unser Ziel oder das Ziel vom Programmmacher Rainer Michalke, immer eine Momentaufnahme mit der aktuellen Musik zu bekommen und dabei auch neue Bands zu entdecken. Oder wie in diesem Jahr dem alteingesessene Musiker John Zorn zu seinem 60. Geburtstag einen ganzen Tag zu widmen, den Zorn-Tag. Dieser gilt als Highlight bei den vielen Besuchern, von denen so einige bereits um 10 Uhr morgens ihre Zelte aufbauen. Etwas, das für das Mörs-Festival nichts Besonderes ist. Jedes Jahr kommen tausende Besucher zu der Musikveranstaltung. Dieses Jahr sogar besonders viele. Insgesamt ist es so, dass dieses Jahr der Vorverkauf so gut läuft wie eigentlich noch nie. Also die Verkaufszahlen sind wahnsinnig gut. Wir sind eigentlich so gut wie kurz davor, dass der Freitag auch ausverkauft ist. Der Andrang ist sehr, sehr groß. Und mit dem Andrang kommt auch das Müllproblem zurück nach Mörs. Obgleich es schon seit 3 Jahren ein Pfandsystem gibt, bei dem jeder Müllsack bares Geld wert ist, lag letztes Jahr überall der Abfall herum. Die meisten der Camper sind dabei gar nicht an Randale oder Umweltverschmutzung interessiert. Egal ob schon langjähriger Besucher oder Festivalneuling, sie reisen aus anderen Gründen mit ihren Zelten an. Das Zelten hier im Stadtpark finde ich immer ganz toll. Das Wetter ist dieses Jahr leider ein bisschen bescheiden, aber ansonsten, die letzten Jahre war es immer richtig herrlich, hier bei Sonnenschein zu zelten, schöne Musik. War richtig klasse immer. Vor allem wegen ein paar Künstlern, die ich weiß, und den beiden Rest lasse ich mich überraschen. So. Zum einen hat es einen Erholungseffekt, hier 4 Tage zu zelten. Wir arbeiten ja beide und das ist immer ganz schön, zusammen wegzufahren. Und dann haben wir eine verteufelte Vorliebe für Jazz und Weltmusik bekommen vor 10, 15 Jahren und das ist hier natürlich das Paradies. Bevor Künstler wie John Zorn, Terry Lynn Carrington oder The Dorf jedoch auf die Bühne treten, müssen sich die Besucher noch ein wenig die Zeit vertreiben. Beispielsweise auf dem Händlermarkt, der schon vor der Festivaleröffnung einiges zu bieten hat. Sicher ist jedoch, dass die Stimmung auf dem Festival so gut sein wird wie immer, wenn auch wahrscheinlich nicht mit dem schönen Wetter vom letzten Jahr.